Ich bin so müde. Können wir jetzt gehen? Oh, Jody, ist es echt schon so spät? Tut mir leid, ich war so konzentriert auf meine Arbeit. Ich weiß, es war ein langer Tag. Hey, heute Morgen habe ich ein Buch gekauft. Ich bring dich jetzt ins Bett und lese dir vor. Ja, prima. Ich glaube, es ist noch im anderen Zimmer. Warum gehst du nicht schnell rüber und holst es? Ich mach das nur hier fertig und dann geht's los, okay? Klar, ich werd's holen. Also, wo ist jetzt dieses Buch? Schluss damit, Aiden. Das ist nicht witzig. Aiden? Warst du das, Aiden? Du hast es gefunden. Dann steht deiner schönen Gute-Nacht-Geschichte ja überhaupt nichts mehr im Wege. Jody? Jody, alles klar? Siehst blass aus. Sie ist todmüde, das ist doch sonnenklar. Komm, Nathan, sie gehört ins Bett. Ja, Moment. Nathan! Nathan Dawkins. Nathan? Nathan, was hast du? Meine Frau. Und meine Tochter, sie kam gerade von meiner Mutter. Truck. Betrunkener Fahrer. Auf der falschen Fahrbahnseite. Sie sind tot. Jody, du gehst jetzt ins Bett. Nathan, du bleibst hier. Bin gleich wieder da. Komm mit, Jody. Jamal Shaikh Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. Das heißt, dass humanitäre Hilfe nicht durchkommt. Du musst Jamal finden und eliminieren. Er wechselt den Standort zweimal täglich. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel und das ist hier. Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen. Du bist auf dich allein gestellt. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Du identifizierst und eliminierst das Ziel und aktivierst dein GPS-Signal, damit wir dich holen können, ja? Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein, also halt dich ran.
den letzten Army-Soldaten, der erwischt wurde, zogen sie in einem Jeep durch die Stadt. Man fand seinen Kopf und ein Bein in einem Fischerboot. Nicht zu empfehlen. Ich bin zurück, bevor sie überhaupt merken, was passiert ist. Pass gut auf dich auf, Jolie. Ich will nicht, dass dir was passiert. Wir haben noch Zeit, bevor es losgeht, oder? Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Sieh nach, dass da keine Soldaten sind. Thank you.
Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel. Das ist hier. Vielleicht fällt dir was ein. Toll. Los, gehen wir. Das Senaki Hotel. Thank you.
Sie sind weg. Ungefähr 10 Mann.
من منكم يجب أن تقتل الأول؟ هل ستكون أنت؟ أم أنت؟ شخص ما منكم؟ Die Kathedrale. Von wo aus habe ich sie in meiner Vision gesehen? Sie waren hier. Hätte jemand meinen Job gemacht.
nicht schießen. Er hat viel Blut verloren. Er stirbt, wenn ich ihm nicht helfe. Tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Salim, Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Jody. Jody. Jody? Ja, ja, Jody. Jody, Jody. Noch mehr kommen. It's okay. Schon okay. Mir geht's gut. Wir sind ein verdammt gutes Team, oder Salim? Die Sonne geht auf. Jetzt wird es schwer, hier nicht entdeckt zu werden. La Burj al Shabab. Da muss ich jetzt hin. Hastat ja ist ja abukin, Chichi. Et ta'ali, et ba'ini. Was hab ich zu verlieren? Jordi, et ba'ini. Thank you.
müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Schnell, hilf mir! تمام الى شريف لقد استولوا هؤلاء الاوغاد على كل المناطق Ruhig, Ei. Vielleicht kommen wir unbemerkt hier durch. Salim. طيب طيب لم يزب بأي أذى. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? لا نتركك. يمكنني البقاء ولا جانبك. هستطيع مساعدتك. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen.
sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. لك حد انكست يا حياتي لم انسى فعلك هذا ابدا جمال war hier irgendwo ich habe nicht viel zeit Jamal ist hier. Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Nein, Aiden. Man darf uns nicht bemerken. سمير إلى أين أنت ذاهب؟ ماذا؟ يبدو أنك ليس بخير. يجب أن تغض وجهك قليلا من النار. Gut. Such eine Waffe. Ich wollte trocken.
Mach die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! أبي لا لا تموت يا أبي، أنا بحاجة إليك، لا تتركني لا تتركني. Er ist dein Vater. لماذا فعلت ذلك؟ فكرت أنا كساتيكا. Verdammt! Fuck, wir müssen weg von hier!
10 Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody, alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Niemals erfahrt ihr, Salek. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnung. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der es erledigt, und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Du bist manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Jody? Er war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jody, um Gottes Willen, du bringst uns doch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Nein, ich bin weggerannt. Du kannst von ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst herkommen, Jody. Wir reden. Ich bin sicher, dass... Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Jody, hör zu. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst.